Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich bin heute nicht allein. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, aber Zeki ist auch dabei. Unser Office-Dog, habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Heute schauen wir uns mal die Sneaker an, die uns 2020 vielleicht, wahrscheinlich noch erwarten werden. Verschiedene mit dabei. Nikes dabei, Jordans, Adidas, bestätigt, unbestätigt, Gerüchte. Wird, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Video. Wir fangen direkt an mit einem der wahrscheinlich heißesten Gerüchte, die es aktuell gibt, und zwar dem Travis Chicago Jordan. Wir bekommen da immer wieder Nachrichten zu, was ist jetzt mit dem Schuh. Es gab zwischenzeitlich sogar mal, hatte Sneaker News gepostet, das haben wir auch gepostet, vielleicht erinnert ihr euch, bestätigt, Travis und Air Jordan bringen den Chicago Colorway vom High natürlich raus. Ihr seht ja alle Schuhe hier eingeblendet. Das Ganze war, glaube ich, ein, zwei Stunden lang online, dann wurde es gelöscht, beziehungsweise wurde dann geeditet. Doch nicht, hat sich als Fake News rausgestellt. Travis wurde schon öfters in einem Chicago Colorway gesehen, also er feiert ihn auf jeden Fall. Es soll sogar noch ein grüner Colorway davon rauskommen, habe ich jetzt bei House of Heat gesehen. Das wäre ganz, ganz nice. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn man so Schuhen einen, sage ich mal, eigenen Colorway gibt. Beispielsweise jetzt beim ersten Travis High, dem Mocha, war es ja so, hat Travis einen eigenen Colorway bekommen. Den gibt es ja so noch nicht. Beim Chicago wäre es halt so, dass er einfach, ja, einen Colorway, den es schon gibt, in seiner Silhouette bzw. in seinem Muster bekommt. Was wir gerade hier im Büro festgestellt haben bzw. gefunden haben, ist, dass es wahrscheinlich einen Restock vom Ultra Boost 1.0 Triple White geben wird. Der Schuh seit 2015 eine absolute Ikone im Sneaker-Game, wenn man mich fragt, und ich denke auch, wenn man die Allgemeinheit fragt. Da fing es bei wirklich sehr, sehr vielen an mit dem Key City Pack damals. Also wenn der gerestockt wird, ich werde ihn mir safe holen, egal was irgendjemand sagt. Ich hoffe nur, dass Adidas ihn nicht so krass, sag ich mal, ausnutzt, den Hype, den der Schuh noch hat, da jetzt irgendwie 10 Millionen Paare auf den Markt ballert. Nevertheless, ich würde ihn mir zwar trotzdem holen, aber ja, wenn es was Besonderes bleibt, würde mich sehr freuen. Also da wird wahrscheinlich ein Restock anstehen. Also würde mich sehr wundern, wenn der ein oder andere Shop den schon gelistet hat und der irgendwie nicht kommt. Unter anderem haben wir den auch schon in unserer App gelistet, jetzt Werbung an der Stelle für unsere App. Da bekommt ihr natürlich die Neuigkeiten, wenn sich irgendwas ergibt. Ansonsten natürlich Release of the Year wurde jetzt leider schon verschoben. Der Dior Jordan, beziehungsweise die Air Dior Collab, das ist ja eine Collab aus einem Low Jordan. Verschiedene Apparel Sachen werden da droppen, der High Jordan wird kommen. Man hat unter anderem, war ja schon dieses Fotoshooting, wo Travis die ganzen Sachen anhatte, diesen Fischerhut, verschiedene Oberteile. Travis hat ja auch den Dior, den High. Ich meine, wenn er ihn nicht hat, wer hat den sonst? Das Ganze wurde aufgrund von Corona leider verschoben. Sollte ja, glaube ich, im März, April rauskommen. Es gab noch kein 100%iges Release-Datum, wurde jetzt einfach verschoben auf unbestimmte Zeit. Geplant sind 8500 Paare vom High. Retail soll angeblich 2000 Euro sein. Der Schuh wird in Italien gemacht, wird, glaube ich, zu Teil auch handmade sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch gehört, dass er in verschiedenen Dior-Stores nur sehr, sehr exklusiv angeboten werden soll. Also das Konzept kennt man von Juwelieren, dass Leute, die bereits viel Geld ausgegeben haben, dass die dann Zugriff auf auch exklusivere Artikel haben, wie seltene Rolex-Modelle beispielsweise jetzt für Retail. Und das Gleiche, denke ich, wird jetzt Dior hier auch machen. Sie werden auf die Kunden zurückgreifen, die bereits sehr viel Umsatz gemacht haben, werden die dann vorab fragen. Es wird auch, glaube ich, Pop-Up-Stores geben, habe ich gelesen. Alles aber nur, sage ich mal, zusammen recherchiert aus verschiedenen Quellen. Ich glaube, von Dior selbst gibt es noch keine, wirklich gar keine konkreten Infos, wann es kommen soll, was alles beinhaltet werden soll und so weiter. Man hat verschiedene Teile gesehen, aber ja, ich bin sehr gespannt. Vor allem, was mich auch sehr, sehr gespannt sein lässt, sage ich mal, ist, wo der Schuh sich einpendeln wird im Resale. Ob wir wirklich einen Jordan sehen, der auf die 6, 7, 8K Resale geht, weil er kostet ja schon 2000 Retail, oder ob es wirklich in dem Bereich 2 bis 3000 bleibt. Ich meine, von 2 auf 3000 ist auch immerhin 1000 Euro plus. Aber also ich bin sehr, sehr gespannt und auch einfach, ja, ob man den einfach mal so bekommt, ne? Ob man den mal irgendwie in die Finger bekommt, ob der... Ja, das würde mich einfach mal interessieren von Materialien, wie der so, ob das sich auch wirklich lohnt, ob man qualitativ einen krassen Unterschied merkt oder ob das dann im Endeffekt nur die Marke Dior ist. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Restock bei Adidas. Ich persönlich habe so das Gefühl, man hat es ja auch mitbekommen bei Adidas, die haben etwas größere Schwierigkeiten wegen Corona. Ich weiß es leider nicht, wie es bei Nike aussieht. Die haben dazu jetzt noch nichts so öffentlich gemacht. Ich denke, sie werden, oder haben sie angekündigt, den Zebra werden sie restocken. Das Ganze, denke ich, wird auch
dem geschuldet sein, dass sie einfach Umsatz brauchen, kann ich mir vorstellen. Deswegen wird wahrscheinlich auch der Ultraboost 1.0 wiederkommen. Der Zebra Restock ist angesetzt für den 27. Juni 2020. Laut Yeezy Mafia wird es ein worldwider Restock. Dann gibt es aber noch andere Quellen, die sagen, der wird nur in Asien und in Australien kommen, exclusive. Also da ebenfalls noch nichts Offizielles, aber ich bin sehr gespannt. Da bin ich auch im Zwiespalt, ob ich mir wiederholen soll, auf Flashback angelehnt, aber ja, mal sehen. Eine sehr, sehr witzige Collab, die ich mir jetzt nicht so zulegen werde, weil er mir optisch nicht ganz so gefällt, aber einfach konzeptionell ist er ein sehr, sehr guter Schuh. Und zwar der SB Dunk von Nike in der Collab mit Ben & Jerry's. Ein sehr, sehr nicer Schuh. Chunky Dunky wird er heißen. Release habe ich mir aufgeschrieben, 23.05. steht im Raum. Ja, ist halt so ein klassischer Release, wo noch nichts bestätigt ist. Also ganz offiziell ist er ja wirklich nur bestätigt, wenn Nike ihn listet in der App und dann auch für das Datum timed. Ich bin gespannt, kann mir aber vorstellen, dass er kommt, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Bilder schon von dem Schuh. Also wenn ein Schuh, sage ich mal, nur ein Konzept ist, dann gibt es da meistens nur ein, zwei verschiedene Bilder. Aber da habe ich echt schon einige Bilder gesehen. Kann mir gut vorstellen, dass er kommt und dass er auch sehr, sehr gut ankommen wird. Ansonsten eine Collab, die wahrscheinlich nicht jeder so auf dem Schirm hat, ist Casina x Nike SB Dunk. Es sind zwei Colorways, die ja in Collab mit Casina kommen werden. Casina, zum Kontext, habe ich hier recherchiert, ist so ein Streetwear Concept Store aus Südkorea. Die sind dort sehr, sehr, sehr bekannt. Also wirklich, auch wenn sie hierzulande noch sehr unterm Radar sind, oder Casina, ich muss sagen, ich habe es auch zum ersten Mal gehört, aber die sind dort wirklich eine Institution. Was hier einfach sehr nice ist, sind einfach die Farben, vor allem auf diesem, ich habe es jetzt leider gerade nicht vor mir, aber auf diesem gelben mit dem blauen Swoosh, so diese Komplementärfarben, dass man da einfach, sage ich mal, einen gelben Schuh mit einem blauen Swoosh nimmt, ist halt so, dass so die Farben, die blocken sich so, aber irgendwie passt es auch gut zusammen. Also es ist wirklich sehr nicer Schuh für den Sommer halt auch. Extrem gut gemacht, also würde mich sehr freuen, wenn er kommt. Was mich noch mehr freuen wird, vielleicht habt ihr es ja in der Heatmovin App schon gesehen, wir haben die Modelle schon gelistet, sind die neuen Union X Air Jordan 1 Modelle. Da ist ja sowieso krasser Hype drum, um die Union Modelle. Einfach, ich denke, ihr kennt sie, blenden wir hier mal ein, die zwei Modelle, die es schon gibt. Die Story ist ganz witzig, hat mir Lars gestern erzählt, und zwar, Union ist ja ein Skatershop, ein sehr, sehr bekannter, und da ist mal irgendjemand anscheinend in den Shop gekommen mit seinen Jordans und er hatte in denen geskatet und dann war das oben abgerissen. Und dann hat er sich einfach von einem anderen Jordan das oben dran genäht. Und daher ist auch diese Optik von der offiziellen Collab inspiriert. Also man sieht ja oben das, was den Schuh zum High werden lässt, sage ich mal. Das ist so dran genäht, man sieht noch die Stitches. Und das ist genau eben aus dieser Story entstanden. Oder ja, offiziell oder inoffiziell, mehr oder weniger ist es so. Ist natürlich auch immer viel Storytelling dahinter, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte dazu. Ansonsten, als letztes jetzt für das Video, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ich es öfter machen soll, was so ansteht, wenn ich ein bisschen was zu den Schuhen sagen soll, anstatt dass wir die einfach nur in unsere App packen. Als letztes habe ich mir den Air Force One Type Cream rausgesucht. Es ist ein Air Force One Type, kein Schuh, bei dem man jetzt zu erwarten hat, dass er extrem durch die Decke geht, was irgendwie, ja, wobei Hype können schon sein, aber was jetzt irgendwie Resell oder ja, sonst was angeht, aber was hier wirklich mich sehr verwundert hat, ist diese Ähnlichkeit zum Travis Scott Air Force One. Also, ich denke, ihr seht ja hier, wir blenden die zweimal ein, da hat sich Nike einfach dem Colorway, vor allem auch, ja, Obermaterial und auch Soul, bedient vom Travis Air Force. Das gleiche haben wir auch schon mal bei Adidas gesehen, bei diesem FYW 98 war das, glaube ich. Der sieht ja optisch, sieht der wirklich aus wie ein Wave Runner von der Shape, von den Farbakzenten, die gesetzt werden. Also das scheint schon gängig zu sein, dass man einfach beliebte Modelle nimmt und sie dann general droppt auf anderen oder ähnlichen Modellen. Da gibt's auch ein witziges Meme von Travis, wo er so übelst durchdreht und nebendran sein Air Force und dann guckt Travis so voll komisch und dann dieser Type. Also würde mich auch mal interessieren, was er dazu sagt, aber ja gut. Ich denke, was soll er machen? Und die werden schon cool sein. Ansonsten war es das erstmal in dem Video. Ihr habt die ganzen Bilder gesehen. Ihr findet auch nochmal die Links zu den Schuhen, beziehungsweise den Link zu unserer App, wo ihr die ganzen Schuhe findet, bei uns in der Bio, hier im Video. Ich packe sie euch rein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ich noch einen Teil machen soll. Nochmal weitere Schuhe vorstellen soll, Gerüchte, was so ansteht. Ja, würde mich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gern, abonniert uns gern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Peace. Fehlt kein Knochen noch. Sech. Zugriff. Was wir gerade hier im Büro gesehen haben. Sech, bleib da. Was wir gerade hier im Büro gesehen haben. Alter Junge, fein. Du sollst nicht auf den Tisch. Komm, geh mal hier rüber. Komm, spiel mit dem Knochen. Auf krasser Outtake-Basis. Läuft noch, oder? Ja. Gut. Was wir gerade hier im Büro...